So, Aufnahme läuft. Weiter geht's, wenn's weiter geht. Und weiter geht es jetzt. Servus zurück. Part 3 von Episode 2. Weiter geht's, Kevin. Genau, die Ente sagt Quark. Hand Nummer 41, das Finale der Episode. Hoffen wir mal, dass jetzt noch ein bisschen was geht, pokertechnisch. Gibt's denn Abschlussstats heute? Ja, gibt's. Die habe ich immerhin im Anfall von geistiger Gegenwart noch eingeblendet am Ende von unserer Aufzeichnung. Das heißt, wir sehen zumindest mal, wie der Sessionverlauf war und die Stats. Schade, dass es zwischendrin nichts gibt, aber zumindest Abschlussstats und das Pokergame konnten wir retten nach dem PC-Crash. Ja, ich hätte natürlich schon gern gesehen, wie jetzt so der ein oder andere Spieler. Aber ist alles gut, alles gut. Mit der Conti-Bet ohne Treffer, das gibt's doch gar nicht. Wird ihm aber nichts helfen. Fischi floppt er hier super gut. Red Flush Draw. Race und Knut foldet direkt. Schwierig. Ja, jetzt aus der Sicht von Fischi natürlich schade, dass da nicht mehr reingeht in den Pot. Auf der anderen Seite mit Dame hoch, einfach den Pot abzugreifen, ist halt auch einfach gut. Unterschätzen die meisten Spieler auch, die sind dann oft als enttäuscht, wenn ihr Checkrace ins Leere läuft oder sie den Pot dann mitmachen, aber das ist ja eigentlich genau das Ergebnis, das ich haben möchte, dass der Gegner foldet. Ja, also gerade jetzt auch mit einem Draw ist das ja eigentlich auch ein sehr gutes Ergebnis, weil ich habe zwar einen sehr guten Draw, aber wer weiß, ob er überhaupt ankommt, ja, ob ich die Hand dann gewinne. Das ist ja nicht immer gleichbedeutend. Ja, Stats nochmal, das wäre tatsächlich interessant gewesen, ne? Also mal zu sehen, wie die Spieler hier ein bisschen performen. Ja, gefühlt also. Hätte ich jetzt schon gesagt, dass es einige Spieler gibt, die sehr, sehr viele Hände spielen. Und es vielleicht ein paar weniger Spieler gibt, die ein bisschen tighter sind, aber ich glaube, die Diskrepanz ist nicht unendlich hoch. Ich glaube, die sind schon relativ nah beieinander, halt so mit Cash and Bar natürlich, der mit Abstand am meisten spielt. Aber der Rest ist, glaube ich, so aus einem Guss und ich glaube, es gibt auch jetzt so Stack- und verlaufmäßig keine großen Ausreißer. Wovon reden die denn jetzt? Zwiebelwasser. Und was macht man mit Zwiebelwasser? Ich glaube, es ging gerade um die Erkältung vom Cash and Bar. Ja, ich glaube, ist tatsächlich ein gutes Hausmittel, habe ich auch schon mal gehört. Ja, ich kenne das als so schwarzer Rettich mit Honig. Kenne ich da. Ich glaube, das ist halt Rettich. Auch Entzündungshemmend oder so. Ja, schwarzer Rettich, irgendwie Honig. Und das ziehen lassen und dann, keine Ahnung, trinken, essen, ich weiß es gerade nicht. Mal so, mal so. Machen wir mal vom nächsten Poker. Ja. Oder auch nicht. Vielleicht holen wir auch einfach ein paar Berliner und ein paar Krapfen, weil Fasnacht ist. Ah, oh, Berliner, schön. Dann hat sie ein bisschen Hühnersuppe mitgegessen, ey, danach ist die rumgerannt. Da ist wie ausgewechselt. Mhm. Also, hey, was ist denn jetzt passiert? Ja, was, ist jetzt übermütig oder irgendwas? Ja? Hühnersuppe. Hat sich dann so durchgesetzt. Immer wenn sie Hühnersuppe so, Baumeister gegessen, jetzt mit 7-2 an der Begann. Ganz großes Race. Wir geben ihr das halt ja nicht mehr so Hühnersuppe. Kriegt aber zwei Corner. Von Klaus und Knut. Und er trifft hier die 7. Finde ich gut jetzt hier für Baumeister. Wird auf alle Fälle die Conti-Bet kommen und dann macht er den Pot wahrscheinlich auch klar. Carlos, wie besonders stelle.
Ja, die anderen haben halt gar nichts, ne? Also das ist halt oder ein bisschen Glück. Aber es hat auch wieder so eine Hand, ne? Klaus und Knut sind halt so Kandidaten, die machen sich da halt auch null Gedanken, warum der Baumeister plötzlich 7,5 Big Nines Open Race macht. An der Gun. Ja, allerdings, ja. Also das sind ja auch so krasse Dinge, die halt nie passieren. Also das hat niemand auf dem Schirm. Also einfach stumpf da Ass 8 gecallt, oh ja, back the race, call ich. Ja. Bin ich auch immer wieder erstaunlich, dass da nie einer irgendwie einen Gedanken verschwendet. Die nächste größere Stadt, die am Mappen liegt, ist Lingen. Aber dem Baumeister sei es gegönnt. Und dem Tisch auch, dass sie das da schön unter die Nase gerieben bekommen mit 7-2. Ja, das ist ja auch dann die wohlverdiente Strafe. Das ist mir unerklärlich. Gehört ja dazu. Ja, Lingen ist wunderschön. Das ist Lingen. Der Nabel der Welt. Im Emsland. Gibt's schon Briefe? Der Knut ist da für eine Story ausgepackt mit irgendwas. Bob Dylan. Ich erinnere mich noch an seinen Vortrag. Ja. Lingen im Emsland. Ich erinnere mich noch an seine Ausführung. So, die Strategy Club ist wieder aktiv. Pizza mit dem Open Race. Hitman Call. War eine Schnee angesagt oben? Klausowitz, aus dem Spreade. König 9 off, muss man auch nicht callen. Ist dann auch eher dünn. Ist halt auch so eine Hand, die spielt Multiway halt auch nicht so toll. Absolut nicht, nee. Das sind Hände, die kannst du dir einfach sparen. Ja, das sind so die, glaube ich, die Hände auch, die jetzt einen Unterschied machen zwischen ja, 30% und halt 50% VPIP. Du hast schon zwei gespielt. Ja, also so König 9 off und ja, was haben wir vorher noch gehabt? 10 9 off, 10 8 off, so das. Das ganze Gemüse halt, ne? Ja, ja. Wenn der Preis jetzt aber nicht so 100% stimmt. Also finde ich auch, wenn du die Action abschließt, irgendwie so Preflop und schon 3-4 Leute drin, kriegst du super Odds, kann man sowas mal callen, irgendwie 2 Pets zu floppen oder so. Aber da so mittendrin, noch mit Spielern hinten dran, einfach wegschmeißen den ganzen Müll. Ja, ja. Oder halt mal richtig einen auspacken. Gerade wenn du tight spielst den ganzen Abend, kannst du auch mal so eine Hand nutzen. Ja. Das dann halt wiederum, ja. So ein bisschen ja, polarisieren halt. Mit der Range, die man so spielt. Ja, so wie der Cash and Bar, der polarisiert eh in allen Lebenslagen, aber jetzt hat er auch noch Ass-König zu einem Überfluss. Ja, im Straddle, ne? Also wo ihm eh keiner was glaubt, denn er hat es erhöht. Er hat nur ein Problem, dass ja, der, hallo, dass alle Spieler hier einfach gar nichts haben. Also wirklich nur absoluter Gemüsegarten. Ja. 2,25. So. Klaus, der letzte Verbliebene. Ja. Ja, aber dann nimmst du es einfach mit, das ganze Gelimpe. Ist ja auch okay. Ja. Nee, wirklich, also. 46 Hände, dann müssen wir mitgenommen ist gewonnen. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, oder wie geht der Spruch? Du bist doch Sprichwort versiert. Andere müssen callen. Also. Backen und Greta. Ja. Okay, Mick. Lieber. Lieber Kakadu als Kaka in der Hose. Gleich die nächsten 5 Karten aus Rabbit Camp. Also da hoffe ich mal für unseren Fastnachtsstream am Samstag auf ein bisschen mehr Action. Aber ich glaube, du bist ja am Tisch. Aber ja, zumindest ein Spieler, auf den ich einen Fokus legen kann. Ja, du spielst doch mit, oder? Oder habe ich die falschen Erinnerungen? Action-Spieler bin ich, oder wie? Ich gucke gerade mal ins Line-Up.
glaube ich. Ich glaube schon, dass du einer der Action-Spieler bist. Muss ja mal den Karten nicht. Nee, aber der Ball, Pizza, Batgirl, du, dein Erzfeind ist am Tisch, der Birk. Oh. Roland ist am Erzfeind. Tisch. Erzfeind. Quatsch. Pocahontas am Tisch, die ist auch gut für Action. Menges am Tisch. Ja. Mhm. Spannend. Menges, der einmal im Jahr spielt. Ja, ob der pokertechnisch mal einen raushaut. Und noch Fred Owen. Der ist sicherlich auch in der Pokerschmacht, weil er schon lange nicht mehr gespielt hat. Also ich glaube, da geht schon was. Tatsächlich hört sich das nicht schlecht an für ein Line-Up. Ich glaube auch. Also ich glaube, stimmungstechnisch und pokertechnisch geht da schon was. Mythor fehlt halt. Ah. Da war es ein Table Talk halt. Da wird es gerade thematisiert. Ja. Wobei, ich glaube, nach dem Stream, ich bin ja dann irgendwann gegangen, weil die Aufnahme ja zu Ende war, da ging es ja noch ein bisschen rund. Ich weiß nicht, war da mehr los, Table Talk-mäßig? Oder? Ja gut, ich habe mitgespielt. Ja. Automatisch hat es dann für mehr Action gesorgt und Carlos und Fieber waren, hab ich mir ausgeguckt im Vorfeld, während ich gespielt habe. Als Schwachstelle, und den habe ich halt eiskalt dann ausgenommen, ja. Ausgezuzelt, gemolken. Ja. Sehr gut. Schön in Position gesessen, ja. Vize hat dann gedealt, ich habe mich mit ihm Platz getauscht. Und dann habe ich halt alle Sünden offenbart von Cash and Bar. Ihn zur Schlachtbank geführt quasi, am Nasenring. Genau. Ja. So, Klaus mit der 3-Bet am Button mit Sechsern. Okay, interessant. Mhm. Wird called von Hitman mit einem Achtern und einem Fischi mit Ass 9 Offsuit. Oh. Ja, mag er ja so Hände, der Fischi. Ja. Check. Auch eine gute Hand, um dann im 3-Bet-Pot zu spielen gegen zwei andere. Ass 9 Offsuit. Tee, Wasser, ja, König 2-3, sieht man endlich die Karten. Hitman spielt jetzt endlich mal an. Und Klaus holt es einfach kommentarlos. Jetzt, wo er Flush-Draw zumindest macht. Nicht nur kommentarlos, auch willenlos, ja. Ja. Also, mein König 2-3 ist ein super Board, um hier einfach eine Conti-Bet zu spielen. Dann Turn, ja. Kleine Bet vom Hitman kann er callen, weil er Flush-Draw macht. Also die Hand, die notiere ich mal beim Klaus. Akte Klausowitsch, ein Kapitel weiter. Das ist eine einzige Offenbarung der Schwäche. Aber gibt es auch keinen Grund, die Hand zu 3-Betten, wenn ich sie danach nicht weiterspielen will, die Hand. Ja, ich würde die Hand auf jeden Fall auch nochmal so separat hochladen. Das lohnt sich schon bei der Hand. Also No-Gos irgendwie. So ein richtiges Stream-Highlight ist das. Ich glaube, für sowas brauche ich aber noch so ein richtiges Setting. So, weißt du, so Büro, Konferenzraummäßig mit so einem Flipchart, wo ich dann auf dem Flipchart die Hand immer so einblende und dann so mit dem Rohrstock immer so drauf hau. Ja. Wäre gut, wenn du dann immer zu Gast hättest, den Spieler, der es verbockt hat. Ja. Und den dann so mit dem Rohrstock immer auf die Hände zünden kannst. Bei ihm. Ja. Und der darf nichts sagen. Immer nur nicken. Ja, jetzt haben sie den Andi noch voll angepisst, ne? Ja. Hast du es mitbekommen? Ja. Echt? Anders. Die haben ja ein Scene-Guard-Ding mit Rampage und Andi, ja. Anti-Stacks und mit Jungle. Red nicht, komm, deal jetzt. Und Brauchst du schon lang. Da geht doch was. Noch jetzt mal verheißungsvolle Hände. Ja. Cash and Bar wieder mit 3-Bet. Wieder ist Queen mal. Auch schön diversifiziert. Irgendeiner wird jetzt richtig hart floppen, ne? Und zwar keiner. Oder man kriegt halt genau den Slop, der gar nichts bringt. Ist wieder gekommen, wieder weggegangen. Naja. Ja, immerhin so ein bisschen was für jeden. Gutshots, die Neuner sind so mittel, die Vier trifft, also ausbaufähig. Tatsächlich 10%. Und dann Queen ist irgendwas interessant. So, irgendwas gesagt, ja. So, ich hatte so Zeichen gegeben, sind beide aufgestanden, waren zu dem Zeitpunkt beide im Plus, sind gegangen. Hat die Golden nur mit dem Check. Und dann war irgendwie so
Baumeister sind es, glaube ich, auch einfach zu viele Overcards. Das heißt, zu wenig Spieler jetzt irgendwie für ihn. Und dann sind sie dann noch eigentlich. Cash and Bar nutzt die Gelegenheit. Andy. Ja, es wurde jetzt auch schon zweimal zu ihm gecheckt. Ne? Also ist auch natürlich immer so ein Zeichen, wenn man zweimal alle zum Button checken. Und der ist schon aber aufgestanden und hat gesagt, ja, was soll das jetzt noch so irgendwie? Ja? Ja, zeigt auch meine Hand. Dann kann man eigentlich am Turn dann auch mal anspielen. Ja. Habe ich die zwei gefordert? Ja, hätte eigentlich schon am Flop eine Conti-Bet machen können. Man hat ja einen Gutshot und noch das Ass. Nicht mit dem Dealer reden. So war es natürlich Fall, einfach und mehr als gefahrlos, die Hand zu gewinnen, der Application Bar. Ja, da kann man gar nicht mit dem reden. Auf jeden Fall Zwischenfunke. Auf jeden Fall war es dann so, dass sie dann gesagt hat, so, machst du ja eigentlich Notizen und schreibst schon die ganzen Timestamps auf, Kevin? Nee, ich brauche dann die YouTube-Zeit-Angabe. Weil sonst... Wenn du dann 5 Sekunden vorher oder nachher irgendwas machst, dann kann es sein, dass ich dass es halt nicht passt, ja. Dann ist er aufgestanden und hat sich halt quasi beschwert. Finde ich auch super, dass ich dann mein Gelaber auch nochmal anhören muss. Doppelt, ja. Also als Doppelt das Gelaber und als Kommentator das Gelaber. Ich höre gar nicht mal auf zu reden. Und ist dann gegangen, hat gesagt, er pisst ihn jetzt an und sowas. Und dann war Rampage und Jungle haben dann noch Heads up gespielt. Dann hatte Rampage brutal viel verloren innerhalb von wenigen Händen. Hat dann auch keinen Bock mehr gehabt, dann war das Spiel zu Ende. Und Andy hat dann irgendwas im Chat noch. Ja, wo du es gerade erzählt, so ein Shorthanded-Stream so, ja, könnte man auch mal machen, ne? So, was das halt für eine Scheiße sei. So dritt oder was? Nein, aber so Six-Handed oder so. Was das für eine Scheiße sei, dass die quasi die. Aber da brauchst du auch die richtigen Spieler, die dann halt auch mal ein bisschen spielen. Das kann ja nicht sein. Und dann hat Nick Vitucci geschrieben, ja, er soll jetzt Maul halten, sonst wird er nicht mehr eingeladen. So in die Richtung. Einfach bam. So völlig ohne Grund, weil das war ja berechtigt, dass man sagt, hey, das kann nicht sein, ja. Okay. Ja, das weiß ich nicht, wie es da weitergeht. Ja, jetzt fahren wir weiter. Ja, hoffentlich geht es in der Hand jetzt mal weiter. Ja, ich denke, dass die Runden grundsätzlich für Andy schon lukrativ sind. Ja? Ja. Geht sie hier mit dem Treffer? Beste Hand am Flop. Zweimal die 7 noch getroffen. Knut bleibt seinem Motto treu und spielt an. Ja, aber auch wieder richtig viel Gemüse, oder? Also... Ja, das merkt man. Jetzt haben wir doch. Wenn der Action-Spieler mal kurz vom Gas runtergeht, dann gehen die ganzen Spieler rein mit den schwächeren Händen. So, Knut macht jetzt die Straße am Turn. Gibt ihm ein bisschen Mut. Wird doch gleich von Kratos zurechtgewiesen. Das sieht auch so aus. Heute Morgen habe ich auch. Das ist aber nicht mehr viel gewesen. Wo ich auf dem Markt war, hat sie auch noch was gegessen. Und sie war irgendwie so ein bisschen beleidigt zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich glaube, das war halt ungemütlich. So mit dem Wind und da kalt sitzen, das war halt nicht so ideal. Ich glaub, das war ja, Knut macht einen Pott hier mit seiner Strategie. Ja, alles cool. Und klar, aber der trifft halt auch einfach Hände. Hey? Also bei Knut sehr einfaches Pokergame heute. Ich glaube, ich habe ja alles angeboten. Ich habe es ja gestern wieder getroffen, als ich im Chaos einkaufen war. Okay. Ja. Hast du das gesagt? Ja. Hast du den Holger auch schon auf dem Schirm zu sagen? Nach dem Treffen gestern? Ja. Hast du viel über den ganzen Mittag hat sie überhaupt. Und Holger und Luisa und Holger und Wurst essen. Sehr gut. So, Hand Nummer 50, 10 Hände gibt es jetzt noch. Dann schauen wir mal, ob noch ein bisschen Action passiert oder nicht. So, ich war kurz weg, sorry. Ja, alles gut. Hast wahrscheinlich bemerkt, ja. Ja, ja, es kam gar nichts mehr. Aber du hast am Tisch genug geredet. Immer noch. Ja, ja. Von Luisa und Holger. Was? Ja, die Story gerade vom Wurstessen gehen. Ah ja. Alles gut. Ich habe gerade gemeint, 10 Hände haben wir noch.
Geht aber immer noch eine halbe Stunde, das Replay. Mhm. Für 10 Hände. Das ist aber normal, wenn man 20 in der Stunde macht, dann sind 10 Hände in der halben Stunde natürlich normal. Und am Ende gibt es noch ein Glückspair, das geht auch nochmal. Zählen und so, ja, muss man auch noch. Wie oft ich jetzt Pik gebracht habe. Unfassbar. Der Flop. Passt doch dem Partikul ganz gut rein. So, checkt aber auch nur. Danke. Spätestens jetzt muss er mal langsam was anspielen. Pizza jetzt mit einem Top Pair und einem Flush Draw. Das auf alle Fälle callen. Was macht Family heute, Matze? Sofa. Boah. Ja, Pizza check. Und Party Goal nochmal setzen, komm. Ja, macht er auch. Ah, call der Pizza einfach schnell. Kleiner Pot, kleine Bett. Geht mal die Zeit los, wo die Kids länger auf. Easy Game hier für den Buddy Goal. Oh, ja. Und die kleine eher bitte groß. Gut. Ja, also wie gesagt, genau, ja. Kann ich dich dann für die letzten 10 Hände alleine lassen? Genau, wollte ich gerade sagen, wenn du los musst, musst du los, Kevin. Vielen Dank fürs Kommentieren. Ja. Man hört sich, man sieht sich und ja. Sag schon Gruß daheim. Sag ich, ja? Ja. Sagst du noch Tschüss? Ich glaube kein Wort von denen. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Muss ich hier nur Verbindung trennen, oder? Ja, genau. Ja, gut, gut. Viel Spaß noch. Ja, danke. Ciao, ciao. So, also das war der Moderationseinsatz von Kevin. Danke, Dank und Gruß geht raus. Hat jetzt 2,5 Stunden mit mir durchmoderiert und den Rest bringe ich dann alleine zu Ende. Die 9 Hände schaffe ich gerade noch. Wieder mal Ace-Queen Offsuit. Ist ja die Hand des Abends. Hier für den Pizza. Der Flop zur Belohnung auch direkt das Ass. Buddy-Goal hier auch mit dem Treffer. Gucken wir mal, wie die Action sich darstellt. Vize wird ja die Conti Bet raushauen. 1-10. Ist sogar so ein Board, das kann man auch einfach mal checken und dann am Turn anspielen. Eine Delayed Conti Bet. Aber Buddy-Goal callt hier direkt. Turn ist dann jetzt der König. Für den Pizza eigentlich. Keine große Gefahr. Auch wenn der Backdoor Flush hier jetzt aufs Board kommt. Buddy Goal natürlich callen, würde ich auch callen. Und wird auch belohnt hier. Flush kommt an am River. Glaube nicht. So. Pizza hier, 3,50. Halber Pot gebettet. Oder ein bisschen weniger wie halber Pot. Jetzt nimmt sich Buddy Goal nochmal die Zeit hier. Wird natürlich raisen. Hättest du irgendwas, können wir so sagt halt auch dazu. Im Rücken. Ja, das geht weg. All-in. All-in ist natürlich eine Hausnummer hier. Achso, nee, okay, war die falsche Ansage. Race ist 9. Kaputt. Das ist schon wieder eine bessere Größe. Also das ist eine Größe. Eben, die attackiert genauso Hände. Ace Queen, vielleicht auch Ace King. Oder Ace 9. So 2-Pair Hände, die dann noch einen Call finden. Aber sie ist hier diszipliniert und legt weg. Starker Hold. Ein Buddy Goal ist halt auch ein Spieler, der hat halt auch einfach ein Image am Tisch. Dass er da am River eigentlich nicht so oft einen Bluff auspackt. Ja. Also vom Vize glaube ich schon nachvollziehbar das Play. Würde ich auf alle Fälle auch alle drei Straßen betten. Einfach, oder? Und Bet Fold am River kann man hier gut spielen. Mit
Farben. Zeig die Kinder. Wie bei Daumen. 20 angefangen oder so. Okay, und was würdest du sagen, war dein lustigstes, coolstes Pokererlebnis? Hast du sowas? Wo du sofort sagst, ah, das war geil. Cash and Bar und Baumeister unterhalten sich hier über alte Pokerkamellen. Wir unterhalten uns lieber über Hand 52 Klausowitsch im Straddle mit der Belohnung Doppelasse. Nichts mehr gewusst, was ich mache. Immer gewonnen. Nichts. Und zwei Flaschen Wein getroffen. Also Cash and Bar, Doppel Straddle hier. Ize eröffnet die Hand mit Dame 10 suited. Buddy Gall 7er. Limit hier rein. Knut wird hier wahrscheinlich limpen mit 10-9. Ja, macht er auch. So, der Klaus natürlich dankbar jetzt, schon 5,35 im Pott. Ich hab ein paar Loser-Stories, aber nicht. Die kann er jetzt einfach direkt mitnehmen. 50. Einer macht's immer teuer. Knut ist gleich sichtlich hörbar unzufrieden. Ja, schöne große Treiber, die tut weh. Sehr gut. Sehr gut, Klaus. Das hast du schon am Carlos. Jetzt hat sich der Klaus die Spielweise vom Carlos angeguckt. Ja, da kann der Knut lang lamentieren und sich beschweren. Ist einfach, einfach das richtige Play. Nimmt diese 5,35 einfach mit, ohne Gegenwehr. Und wenn einer callt, hat er noch gerade Potsize hinten dran. Kann am Flop einfach reinstellen. Also easy Game hier für Klaus. Macht er gut. Einfach sachlich richtig. Sammelt er wieder mal einen Pluspunkt. Nach den ganzen Fails vorhin in den anderen Händen. Spielt er die Hand korrekt. Oder richtig zumindest, ne? Also Daumen hoch, Klaus. Es war einmal. So, Hand 53. Das Replay geht immer noch über 20 Minuten. Ich wundere mich gerade, was da noch so lang dauert. Müssen ja noch irgendwie ein paar längere Hände kommen. Außer ich habe am Ende noch irgendwie vergessen, was rauszuschneiden. Wir schauen mal. Buddy Gold eröffnet auf alle Fälle hier. Dann suited Ass, Fishy Call, Baumeister Call und Cash and Bar in Blind mit dem Call. Ne, im Straddle war der Cash and Bar. Die Action war am Anfang beim Stream, ist noch schief, ne? So. König 6-7 mit 2 Karo. Mit Buddy Gold super Flop. Würde ich auf alle Fälle auch Conti betten. Und nimmt direkt Ass hoch hier den Pot mit. Ohne Gegenwehr. Ja, nice. Buddy Gold jetzt ein bisschen aufgetaut, nachdem er jetzt so die ersten 2 Stunden vom Stream, ich sag mal, ein bisschen zurückhaltend gespielt hat. Vielleicht auch gar nicht so das Kartenglück hatte. Hat er sich jetzt so langsam in die Session mal wieder reingespielt und reingefightet. Aber das ist auch manchmal so, ne? Dann brauchst du halt irgendwie mal 2-3 Hände, um mal wieder teilzunehmen an der Runde und mal auch so für dein Image wieder was zu tun. Und dann bist du plötzlich drin und kannst wieder mal Hände raisen und mal spielen. Hast Glaubwürdigkeit. Also, alles gut bei Buddy Goal. Es ging mal kurz wieder so ein Peak, gab es mal, als ich gegeben habe. Ja, für die eine Hand bei Roland vielleicht, ja. Das ist ganz großartig. Fischi will auch mal wieder eine Hand spielen. Nach Straddle und Call mit Junge 8. Okay, immerhin suited, aber auch dann ein kleines Open Race nur 3 BB nach dem Limper. Das ist halt auch zu klein, um da effektiv jemand aus der Hand zu drängen. Gibt mir ja schon Knut mit König 4 off. Callt hier direkt. 480. Baumeister am Button. Cash and Bar will natürlich gleich hier die Dead Money einkassieren. Den Jack. Finde ich gut, das Race. Oder die große 3-Bet. Die 80 ist halt wirklich saftig. Vielleicht sogar um, naja, um 1,50 zu hoch. Kann man sogar noch kleiner machen, die 3-Bet. Oder deutlich kleiner. Pizza spielt jetzt endlich mal zurück. Also jetzt glaube ich die erste Hand im Stream, wo Cash and Bar hier mal Gegenwehr kriegt. Immerhin sagt man alles.
stellt hier rein. Und jetzt muss Cash and Bar mal kurz überlegen, ob er das callt. 21. Das ist 5, oder? Nee, das ist ein höherer Stapel. 21. 16, super. Kannst du doch noch zu viel, oder? Call. Oh, und Cash and Bar mit dem Call. Was muss ich drücken? Was muss ich jetzt drücken? Kirschen. Jetzt schon. Okay. Also die Spieler einigen sich auf Run It Twice. Jetzt Kirschen. Zweimal wird das Board gedealt, komplett. Und der Pot wird geteilt. Oder geteilt im Pot. Schauen wir mal. Vize dominiert hier natürlich Cash and Bar. Mit seiner Ace-Queen-Hand gegen Queen-Jack. Aber ganz krass ist natürlich auch nicht vorne. 70 zu 30, 71 zu 29. Also hat der Cash and Bar doch noch gute Chancen, zumindest einen Run hier für sich zu entscheiden. Und da sehe ich auch schon den Jack im ersten Run. Ja, Queen-Jack. Okay, die Dame macht jetzt exakt nichts. Oh. Immer gut, den ersten Durchlauf zu gewinnen, den ersten Run. Natürlich bitter für Vize, aber als Poker 30% sind halt 30%. Das tritt halt dann doch sehr häufig ein, die Wahrscheinlichkeit, ne? So, zweiter Durchlauf. Hoffen wir mal für den Vize. Nee, nochmal ein Junge. Oh, aber der König und Karo. Also, Vize ist noch lang nicht raus. Massig aus. Und da kommt's Karo. Wie war das? Muss der Vize auch lächeln. Außer Spesen. Splitpot. Spieler teilen hier den Top. Gute Action. Also Cash and Bar mit dem losen Call. Weiß ich auch nicht, ob ich hier das All-In zwingend call. Da setzt gegen Handy wie Ass König oder so, aber da kann halt auch ganz weit hinten sein. Wollte ich erzählen, was der Vize dann All-In macht. Das wollte ich mir angucken. Was sagt er? Wollt ihr mal gucken, ob hier wirklich einer gegen ihn spielt oder zurückspielt oder wirklich jetzt hier eine starke Hand hat? Hat am Vize vielleicht auch nicht so hundertprozentig abgenommen. Sind da eher so auf Ass König gesetzt oder sowas? Wobei das nicht auch starke Hand ist oder super Starthand. Aber endlich hat mal einer eine 4-Bet ausgepackt und dem Cash and Bar mal gezeigt, dass er nicht mit jeder Hand durchkommt. Und dann muss gut. Vize scheint nicht ganz so früh zu sein mit dem Call. Vize mit dem Call scheint brutal ab. Brutal schon? Mit dem Call schon auch. Vize war ein brutaler Erfolg, finde ich. Wichtiger Weltranglistenführer. Ja, Kevin Lotten auch direkt. Ja? Nach der Hand. Ich wollte nicht was wechseln. Ich hätte alles. Muss es auch nicht übertreiben, Kevin. Man muss es nicht übertreiben. So, in der Hand ist fast der ganze Tisch vertreten. Getroffen hat der Klaus. Buddy Goal hier mit dem Open Ender. Aber da war durchgecheckt am Flop. So, Klaus verbessert sich jetzt hier, macht die Trips. Ja, spielt jetzt endlich an. Ja, finde ich auch okay von der Bettgröße. Erlaubt so den schwächeren Händen gerade noch so zu callen. Geht's jetzt hier mit dem Flush Draw und den Overcards und Buddy Goal beim Open Ender. Und der River ist eigentlich eine absolute Blank. Die Junge verändert gar nichts. Klaus auf alle Fälle nochmal eine Value Bet am River. Kann natürlich keiner callen, aber. Setzen auf alle Fälle. Ist dann halt immer die Frage mit der Setzgröße.
setzt die hier wirklich super klein, um dann vielleicht noch einen Call von einer 9 zu kriegen. Also wirklich nur so 1,50 oder so oder 2. Ja. Oder halt dann die 5 oder mehr setzen, um dann irgendwie noch fluffy zu wirken. Schwierig, schwierig. Ja. Weil die Gegner halt dann oft also wirklich ganz marginale Hände haben da im River. Nach der Action. Und dann eigentlich gar nichts mehr groß callen können. Die haben dann oft wirklich nur einen Bluff-Catcher. Ja, so oder so. Schöner Pot für Klaus hier. Und merkt man jetzt auch, dass die Session gegen Ende oder sich dem Ende hin wendet, hin neigt, dem Ende zu neigt. Wie sagt man das dann am besten? Die Spieler spielen jetzt schon deutlich loser und die Starthand-Auswahl ist doch jetzt deutlich anders. Möglichst zu kriegen. Und das nutzt jemand wie Cash and Bar natürlich eiskalt aus. Du hast schon drauf gewartet, du sagst, ja auch, ich habe euch die Ohren gespitzt. Kriegt das donnernde Grollen hier von Knut, der ist da überhaupt nicht mit zufrieden. Cash and Bar hier eine Treibe nach der anderen auspackt. Und der hat jetzt auch wirklich auch nochmal in der Größe nachgelegt, also der Race ist wirklich groß, um hier die ganze Dead Money immer abzugreifen. Ist aber auch, wenn die Spieler so viel Grütze spielen, das sieht ja, was du da spielst. Kannst du einfach halt gefühlt jede Hand in Position 3 betten. Und das macht der Cash and Bar hier auch. Der legt zurecht. Der legt zurecht. Trotzdem auch ohne alle ab in die Kommentare, oder? Ja, ich war auch überlegen, wie man das so macht, irgendwie so, ob man so einzelne Hände einfach so hochlädt, irgendwie, weißt du, zum Angucken. Aber, ja. Die ersten 8 bis 10 Hände kannst du einfach so hochladen. Ohne Kommentare. Ja. Und dann auch Knut hat jetzt mal gute Starthand. Das, was jetzt lief, ist ja bei Twitch schon drauf noch, oder nicht? Macht jetzt selber hier einen riesen Open Race, 7,5 Big Blinds. Mal gespannt, ob hier wieder der ganze Tisch callt. Sind da doch ein paar Hände unterwegs. Baumeister mit dem Call. Mit Junge 7 off, okay. Klaus mit König 4 suited, interessant. Batikol. Auch nur mit dem Call. Und Hitman schließt die Action ab und füllt hier auch mit Dame 2. Also sieht man schon, da sind schon wirklich eigenartige Hände unterwegs. Check, wir müssen auch Flop ist 8 für den 4. Würde ich jetzt für die Asse gut. Ja, wir haben nur so 4, 5, 6 Daumen hoch, Likes. Dafür, dass so viele Zuschauer. Gut, wie immer, 1,50. Was anderes kommt bitte nicht in Frage. Ja, Ausmantler, das war. Ich kann mal durchgehen, Roland. Alle Videos durchgehen und Daumen hoch. Guck mal, ob der Baumeister was macht. Hat den Gutshot. Wird sich ja irgendwas dabei gedacht haben, dass er die Hand Preflop callt. Klaus mit dem schnellen Call. Und 3 Spieler bleiben übrig. Ah, Turn ist die 7. Knut checkt jetzt mal. Immerhin One Card Straight ist möglich. Das will Baumeister vielleicht auch ausnutzen. War vielleicht sein Plan. Ja, Klaus mit der 4, da kann ja eigentlich nur folden. Seine Hand hat da gar kein Potenzial mehr. Und Knut foldet auch direkt? Das gibt's doch gar nicht. Also starke Bett hier von Baumeister, starkes Play. Hat das hier wohl richtig eingeschätzt, ne? Dass der Knut hier Asse direkt entsorgt, passt doch gar nicht zum Knut. Also, bin da schon mittelschwer entsetzt. Mit LPs und so.
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, war ihm dann vielleicht zu heiß oder er will jetzt gegen Ende der Session seine Chips nicht mehr riskieren? Weiß ich nicht, was da der Grund war für Knut. Interessant auf alle Fälle. Der Baumeister wird den Knut wahrscheinlich eher auf eine schwache Hand gesetzt haben. Mit diesen 1,50 da immer, die der Knut setzt, gibt er ihm halt auch keinen Credit. Und versucht einfach mal den Pott hier zu gewinnen. Macht es auch. Starke Hand. Und wird auch direkt belohnt mit der nächsten Starthand. Es ging auch hier für Baumeister. Hand Nummer 58. Cash in Bar, Ass 5 suited, eigentlich auch eine gute Hand für ein 3-Bet. Callt hier aber nur in Position. So Phänomen, die können ja irgendwas zusammen, weißt? Das ist Steve Lowe, oder? War alle auch dabei. Ja. Hitman in Small Blind. Und Knut, Limp Call mit Junge 8 off, auch ganz stark wieder. Das wird eingetragen in die Akte, Knut. Ass, Dame 3. Viel spannend. Ja. Cash and Bar und Baumeister hier mit Top Pair beide. Das ist der entspannteste für den Fall. Ja. So, jetzt an dem Abend. Gott, die Bett. Ja, er ist dann schon ruhig. Also, wenn man spielt, ist schon relativ ruhig, aber ich hab Bock jetzt. Schneller Call. Weißt du, wo es ist? Und, ach nee, dann auf einmal nicht. Ich will Stress, fangen wir jetzt an. Die 10 verändert jetzt erstmal ja, nichts. Ja, Team Jack macht jetzt eine Straße und Ben vielleicht 2-Pair, Ass 10 macht 2-Pair, aber Ass König würde ich da weiter einfach betten. Und dann hat er plötzlich mal Small gehabt und nichts mehr. 2 ist auch eine gute Größe. Irgendwie, also Stecker gezogen, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ohne den Pot jetzt mega aufzublähen hier. Das war eigentlich seltsam, dass der da nicht einfach weitergepogelt hat. Also ich meine, klar, das Spiel Dame ist jetzt nicht ideal. Dass der Gegner auch ein Ass hält, ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass eine Dame am Flop callt. Aber würde ich im River hier auch Bad Fold einfach spielen an Rolands Stelle. Und sehe hier auch eine Bad Fold. Einmal aufkriegt, wo er mal verloren hat. Also gerade Cash and Bar ist ja auch ein Kandidat, der gerne mal die River Bad callt. Auf der anderen Seite auch natürlich jemand, der dann auch mal einen Race auf den Tisch haut, auspackt, auch mal Bluff Race spielt am River. Aber würde ich trotzdem immer Bad Fold spielen am River mit Ace King. Da gibt es halt einfach noch Asse ohne Ende, die halt hier die Bett bezahlen. Und so ist es auch. Volle Auszahlung hier für den Baumeister. Nice Hand. Ja, Cash and Bar verliert hier das Minimum. Hätte natürlich deutlich teurer werden können, wenn der Cash and Bar hier nur 3-Bet-Preflop spielt. Dann ist der Pot schon viel größer. Oder wenn er hier einen Raise macht, einen Flop oder Turn. Hätte durchaus größer werden können, der Pot. Ja, zwei Stunden hat er sich angeguckt und dann wusste er genau, wie der Hase läuft. So. Und der war echt smart. Ja, ich habe ihn eigentlich einmal reingegangen gehabt. So, Handnummer 59. Ich will dann hier will eigentlich gar nicht spielen. Und dann hat das halt das so große Finale. Ach so, da ist es. Dann habe ich eigentlich gar nicht gehabt. Dann hat das halt trinken, halt drei Stunden reden, also dann der Hals ein Kohle bisschen rau. Ich habe dafür gekommen, ich habe die noch nie gefragt, weil du halt eigentlich nicht mehr am Geld. Und hast da eigentlich keine Lust drauf. Die Spieler wollen auch nochmal Gas geben zum Ende. Dreifachsbattle wieder bei Carlos, haben wir heute schon einige Male gesehen. Hitman am Button, nur mit dem Call mit King Jack. Eigentlich auch eine super Hand hier zu raisen. Eigentlich viel zu stark hier nur zu limpen am Button. Und Baumeisters Hand ist dann auch eigentlich zu stark nur zu callen. Ja, der raised hier auch. Und das könnte interessant werden. Ich denke, der Cash and Bar wird callen und Hitman auf alle Fälle auch. Der schließt ja die Action ab. Kann man nicht vorstellen, dass der hier foldet. Zurückhalten bitte.
muss ja nicht kommen. Ansage. Noch nicht, ja? Das ist jetzt mal die erste Warnung. Streifschuss. Der Flop ist natürlich stark hier für Cash and Bar. 982. Ja, 2 Pick. Der Baumeister hat hier noch die Backdoor Spades. Checkt aber erstmal. Wie sehr koordiniert, wenn er hier eine Conti-Bet macht und einen Raise kriegt. Natürlich immer schlecht. Und das ist jetzt natürlich ein Move. Doppelter Pot. All in. Also, da muss man auch erstmal kurz innehalten und sich überlegen, ob das Sinn macht. Also doppelten Pot hier reinzustellen. Ja, das hat man überlegt. Ich weiß auch gar nicht warum. Hat er eigentlich gar nichts? Außer Overcards? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da war so nach Weihnachten noch in Hochzeit, ist schon noch 2 Tage. Vielleicht will er sie halt maximal bluffy aussehen lassen, der Cash and Bar. Aber ist halt schon. Schon ein harter Move hier, ja, ne? Doppelten Pot all in. Weiß ich nicht, ob das gut ist oder falsch ist. Lass ich mal so dahingestellt. Eine kleine Biertour habe ich ihm gegeben. Weiß ich jetzt auch nicht, ob jetzt hier Baumeister hier mit Aces, Kings, Queens Check-Call spielt. Spielt er überhaupt niemals dann Check in der Konstellation? So koordiniert, wie das Board ist. Oder spielt ist sein Plan, hier Check Race zu spielen vom Baumeister mit Assen, König und Damen? Glaube ich nicht. Also, ich glaube, der wird da immer eine Conti-Bet auspacken, so Richtung Pot-Size. Dann das All in Sinn macht. Dass der Rothaus in einem sehr ursprünglichen Zustand ist, deswegen so die verbleibenden Hände, die dann checken, sind ja dann eher so Ass, König, Ass, Dame. Und die kann ja sowas nie callen. Aber gut, vielleicht ist es auch dem Vierer-Wahn geschuldet. Cash and Bar ja angeschlagen in der Runde. Ja. Egal, den Pot macht er, nimmt ihn einfach mit. Er hat sich dann wo wir es vorhin schon dann von hatten, die nächste Amazon-Bestellung ist gekommen. Es wurde geliefert vor 3 Minuten. Ich kriege gerade eine E-Mail. Geklingelt hat keiner. Fantastisch, wie immer. Auf Amazon ist einfach Verlass. Das nur mal am Rande. So, letzte Hand der Session. Hand Nummer 60. Kevin ist immer noch im Stundenschnitt. Von 20 Händen, wobei jetzt sogar ein bisschen schneller. 50 Minuten hat er gebraucht für 20 Hände. Gut gedealt heute. Vize eröffnet. Und der einzige Spieler, der callt in der letzten Hand, ist Cash and Bar. Das gibt's doch gar nicht. Hand 61, dann noch Glückspair. Also letzte Hand ist dann noch ein Glückspair. Ja, und Vize mit der Conti-Bet. Floppt natürlich 2 Pair, aber Cash and Bar hat gar nichts. Das heißt, die Hand geht an Vize und damit ist die letzte Hand gespielt. Wahnsinn. Ja, ein bisschen sang- und klanglos geht die letzte Hand hier aus. Schade eigentlich, aber trotzdem gute Session gewesen. Nochmal aktiv gewesen die letzte Stunde und die Spieler spielen jetzt noch ein Glückspair. Und wir schauen uns dann zum Abschluss die Stats an. Glückspair kennt er ja, oder wer es noch nicht kennt, dem erkläre ich es kurz. Alle Spieler legen 10 Big Blinds in die Mitte und spielen offen, mit offenen Karten. Und es wird einfach runtergedealt und das beste Blatt gewinnt. Haben wir Glückspair getauft. Muss man nur gucken, ob der Kevin das hinkriegt mit der Eingabe. Zahlen lügen nicht. Gibt schon mal bei jedem irgendwie 10 Blinds ein. Jetzt hat er es. So, dann. Was auch immer der Kevin jetzt gerade gemacht hat. Stark. Die 8. Also, los geht's, Kevin. Hau raus. Nicht vergessen, bitte einige Leute, nachdem sie 2 Karten haben, dann beide Karten vom Reader runter, damit es nicht abstürzt. Ich hab schon eine runter. Das geht natürlich auch. Ja. Beim Glückspair ist natürlich immer alles vertreten. Das macht's ja so spannend. Jeder kann gewinnen. Schau mal, das ist der Hand, was ich jetzt gerade so sehe, sind die 3er vom Baumeister. Man könnte natürlich auch irgendwie einen Flop quasi einzugeben. Ab den Euro können wir einfach das am Flop machen, weil dann zählt es nirgends ein. Mhm. Ja, Kevin redet noch anstatt zu dealen.
Ja, das macht er jetzt auch gerade. Ich will die Statistik nicht verfälschen. Und mach jetzt quasi 1 Euro. Also, jetzt legst du ganz entspannt 2 rein. Ah, ne, er muss jetzt 95. Achso, das geht nicht. Ja, und legst mir eine. Ne, er muss jetzt eine. Ja, er muss nach stehen hier mit meinen Karos. Kannst du machen. Wieso hast du die 8 und der Pizza das Ass? Ey, und zwar Ass ist nicht aus dem Spiel. So. Jetzt hat es der Kevin dann, glaube ich, endlich. Das hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen rausschneiden können bei der Videobearbeitung. Aber gehört alles dazu. Ist ein Live-Game. Schön, Karo, bitte. Ja. Die drei. Scheiße. Ist es nur ein Karo? Mhm. Meinung, was schafft der Kevin? Da kommt auch direkt das Set an. Baumeister jetzt ganz weit vorne. Kreuz immerhin noch. Ja. Full House. Okay. Kreuz spielt nicht mehr. Das heißt, Baumeister am Turn schon. Drawing dead alle. Das gibt's auch selten. Unglaublich. Nice Hand. Baumeister gewinnt das Glücksbär und damit schließt er den Abend ab. Die Poker-Session ist zu Ende. Nice Hand für Baumeister an der Stelle. Klingt, als wär's geblieben. So, das war's. War mir eine Ehre. Ja. Die Abschlussworte von Kevin als Dealer. Baumeister gewinnt das Glücksbär. Perfekt. Und ich schalte, glaube ich, jetzt direkt um auf die Stats. Die wollen wir nämlich hören und sehen. Und da haben wir sie. Paupip, wie vermutet, Cash & Bar ganz weit vorne mit 70% fast und Fischi 34%. Also der hat wirklich wenig Hände gespielt. PFR, auch hier Cash & Bar, deutlich vorne, 32%. Danach kommt erst Vize und Baumeister mit 17%. Hitman und Buttigoal, Fishy, die teiltesten Spieler, unter 10%. Hitman auch passiv heute. Ja, hätte ich so auch nicht gedacht. Winrate ist Cash & Bar ganz vorne. Er hat wahnsinnig viel Pötte mitgenommen. Ja, hat auch wahnsinnig viel Pötte gespielt. Baumeister auch. Buttigoal auch im 30er-Bereich. Und bei Fishy ging nicht viel zusammen heute. Der war auch wieder ein bisschen passiv, ein bisschen unterm Radar. So, und hier sind die Standings. Also, Cash & Bar, 2 Lagen vorne. Eigentlich konstant, hat sich am Anfang hochgespielt und dann so ein bisschen Fluktuation drin gehabt. Klaus gegen Ende ein paar Pette gemacht, der ja, hat so ein bisschen unscheinbar gespielt. Knut konstant, hat auch einfach Hände gehabt. Bei dem war es eigentlich ein homogener Abend, kann man sagen. Baumeister hat sich dann gegen Ende der Session nach oben gespielt. Eine Lage vorne. Buttigoal plus minus. Hitman war am Anfang aktiver, hat dann einen Crash gehabt, wo es mal ganz runter ging und danach lief nicht mehr viel zusammen. Fast 2 Lagen hinten. Fischi konstant, eine gerade, 24 in den Miesen. Und Vize, obwohl er den Anschein gemacht hat, dass es bei ihm heute gut lief, hat er doch hier leider abschenken müssen. Auch 2,5 Lagen in den Miesen. Gut, das war unser Stream. Ich hoffe, ihr hattet trotz der fehlenden Einstellungen trotzdem ein bisschen Spaß. Bei uns geht es jetzt weiter mit Episode 4 an Fasnacht. Und ich hoffe, ihr seid alle wieder am Start. Und bis dahin, einen schönen Abend, schönen Tag und was auch immer sonst so passiert. Macht's gut, ciao, ciao.